Und damit verabschieden wir uns von den Zusehern auf Dreisat. Danke, dass Sie dabei waren. Einen schönen Abend noch aus Wien. ORF 2 berichtet jetzt vom Schicksal eines 15-jährigen Afghanen, der nach einer traumatischen Flucht in Dänemark um Asyl angesucht und mehrere negative Bescheide bekommen hat. Kreuz und quer hat den jungen Mann auf seiner Flucht vor der drohenden Abschiebung begleitet. Im Anschluss folgt dann eine Diskussion über Menschenrechte. Und die nächsten aktuellen Nachrichten, die gibt es in der ZIP 24. Und dort ist auch die erste Chefin der Rektorenkonferenz, Sonja Hammerschmidt, zu Gast. Um 5 Minuten vor Mitternacht in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.